Hey Leute, heute geht es darum, wie ihr auf verschiedenen Welten unterschiedliche Inventare, Leben, XP und alles, was noch in dieser langen Liste steht, haben könnt. Das Ganze machen wir mit Multiverse Inventories. Das ist ein Add-on-Plugin für das Plugin Multiverse, ja, was zum Verwalten und Reisen zwischen mehreren Welten da ist. Daher solltet ihr vorher Multiverse installiert haben, ansonsten klappt das nicht. Alle Links zum Download findet ihr in der Beschreibung. Andernfalls habe ich hier nochmal eine alte Tutorial-Reihe ausgekramt über Multiverse und deren Add-ons. Kann man sich ja nochmal geben. Wir starten einfach mal mit der Situation, dass wir gerade auf unserer Standardwelt sind mit den Welten World, dem Nether und natürlich dem End. Und beim Installieren des Plugins werden dann aber automatisch als allererstes alle Welten in eine kleine Gruppe getan, in denen sich dann alle Welten alles komplett erstmal teilen. Aber dazu später mehr. Ich erstelle hier nun eine weitere Welt, die ich Flatland nenne. Ja, diese hat dann noch die Spezifikation, dass sie flach ist. Ich begebe mich nun auf die neue Welt und stelle fest, dass wir noch nichts konfiguriert haben. Das Plugin ist aber so aufgebaut, dass man in-game über die Chat-Zeile alles easy einstellen kann. Aber zum Überblick bin ich jetzt nochmal im Server-Ordner und gehe in Multiverse Inventories rein. Dort finden wir Speicherpunkte der User-Dateien und eine Config zum Bearbeiten. Dann finden wir hier noch eine Groups-Config, in der wir dann das Resultat finden, dass wir lieber alles in-game machen sollten. Also wieder online gehen. Wenn wir jetzt das Plugin bearbeiten wollen, können wir das mit dem Befehl /mvinfgroup machen. Wenn wir diesen Befehl eingeben, kommen wir in die Zentrale von dem Plugin. Nun können wir im einfachen Verfahren aussuchen, was wir machen wollen. Dazu schreiben wir einfach nur das Wort in den Chat, das angegeben ist. Hierbei sind wir dann ein wenig abgetrennt vom Chat. Also wenn ich nun etwas schreibe, bezieht sich das nur auf das Plugin und im eigentlichen Chat selber kommt dann keine Nachricht. Wenn ihr aus diesem Modus wieder raus wollt, könnt ihr das auch mit einem Doppelraute machen. Dann könnt ihr wieder ganz normal schreiben. Für den Anfang werde ich jetzt erstmal die Standardgruppe aus dem Plugin schmeißen. Ja? Dazu gebe ich einfach nur Delete ein und dann kommen wir eine Möglichkeit weiter, die wir machen können. Dann können wir zum Beispiel auswählen, welche Gruppen entfernt werden sollen. Ja? Sie werden außerdem alle in der Liste da aufgezählt. Da aber nur die Default-Gruppe da ist, nehmen wir dann halt die gleich mal und schreiben Default in den Chat. Nachdem wir die Gruppe gelöscht haben, sind wir leider wieder rausgekickt worden aus dem Plugin. Also müssen wir hier einfach wieder /mvinfgroup eingeben, um weitermachen zu können. Nun wollen wir aber erstmal unsere erste Gruppe erstellen und geben dazu Create in den Chat ein. Nun werden wir gefragt, welche Namen diese Gruppe haben soll. In dem Fall denkt ihr euch halt irgendwas aus. Danach dürfen wir entscheiden, welche Welten wir zu dieser Gruppe tun wollen. Dafür auch einfach nur den Namen der Welt in den Chat schreiben. Falls ihr euch vertan habt, könnt ihr euch mit einem Minus vor der Welt, also die Welt, wieder entfernen. Ich füge meine Welten World und Flatland ein und danach gebt ihr einfach ein Add-Zeichen ein, um alles zu bestätigen. Als nächstes können wir der Gruppe gewisse Spezifikationen geben. Wir bekommen hier auch eine Liste angezeigt mit allen Möglichkeiten, die wir eingeben können. Oder ihr gebt einfach All ein, damit sich alle Welten in der Gruppe alles komplett teilen. Okay, dann auch noch Raute in den Chat anschreiben und die Sache ist gegessen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Neustart des Servers oder ein Neustarten des Plugins, das ihr mit dem Befehl /mvinf reload machen könnt. Andernfalls gehen die gespeicherten Informationen, die wir eben eingegeben haben, nicht mit in den Server überein. Wie gesagt, der Reload oder Neustart ist sehr wichtig. Okay, jetzt könnt ihr natürlich schauen, was ihr machen wollt. Jede Variation ist gestützt mit jeder Möglichkeit. Ja, ihr könnt mehr Gruppen erstellen für mehr Welten, ihr könnt vielfältig euren Server ausbauen mit unterschiedlichen Zuständen der Welten und ihr könnt mir natürlich eine PN oder einen Kommentar senden, wenn ihr mit dem Plugin Probleme habt oder Hilfe bei Lösungen sucht. Okay, sofern es das gewesen ist, würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video.